Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Heute gibt es eine neue Milchshake-Idee. Auch entdeckt bei YouTube. Ihr müsst einfach mal euch mal ein bisschen da umgucken. Da gibt es ganz viele tolle Ideen. Heute wird es geben einen Kinderschokolade Banane Milchshake. Und zwar nehmen wir wieder als Basis 200 Milliliter Milch bzw. Gramm. Ich habe es nach Gramm abgewogen, also die Milch. Dann habe ich hier Eis. Und zwar sind das 100 Gramm Vanilleeis. So, dann von den insgesamt 4 kleinen Riegeln Kinderschokolade nehme ich 3, die ich in den Shake mit reinmache. Und Nummer 4 bleibt hier zur Dekoration. Dann natürlich die Banane. Ich habe eine Banane. Wie ihr seht, ist die auch ein bisschen brauner an der Ecke, aber das macht ja beim Shake eh nichts. Und dann mixen wir das 30 Sekunden auf Stufe 8. So, der Shake ist fertig. Ich habe hier wieder eins meiner tollen Gläser mit dem Deckel, mit dem Strohhalm drin. Ich finde die richtig toll für sowas. Und da füllen wir jetzt unseren Shake ein. Richtig toll von der Sämigkeit, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Da habe ich das Glas hier voll. Ein kleiner Schluck ist hier drin. Na, einmal hier, schon mal für euch vor die Nase zu halten. Hier sind ein Stück Banane und jetzt kommt wieder für das Topping meine Sahne hier aus dem Easy. Also Sahne muss immer drauf. Das ist ja gerade das Geule da dran. Ich lasse mal ein bisschen schön machen hier mit einer schönen Spitze drauf. So, geht doch. Um das ein bisschen optisch noch schön zu gestalten, habe ich jetzt hier die Hälfte der Schokodinger daneben gehauen. Die kamen jetzt doch schneller raus, als ich mir das gedacht habe. Hier an der Seite, wo sie dran sollen, kommen sie nicht. Kann die gleich erstmal saugen. So, auf der Schokohaube haben wir jetzt ganz viele Schokostreusel und Schokostreusel, die daneben liegen. Dann natürlich machen wir noch hier ein Kinderschokolade so ein bisschen reingesteckt und natürlich dann noch den Strohhalm. Na? Nur bevor ich das jetzt probiere, mache ich dann natürlich erstmal ein Foto von, damit das auch schön aussieht auf dem Bild. Und dann probiere ich den. Das Foto ist gemacht und jetzt geht's ans Probieren. Ich freue mich schon. Ich koste mal, ja, wenn es angenehm ist. Ha! Konsistenz super. Banane schmeckt man natürlich gut raus. Wenn ihr kein Bananenfan seid, müsst ihr das halt durch was anderes ersetzen oder ein bisschen weniger. Ich mag das ja sehr gerne. Und es sind immer noch kleine Schokostückchen drin. Ihr könnt das sehen hier von der Kinderschokolade, ne? Kann man auch schön hier löffeln. Ist es doch göttlich. Und wenn ihr das noch gekühlter, viel gekühlter haben wollt, wenn es richtig warm ist, würde ich euch empfehlen, die Banane vorher einzufrieren.
Das ist natürlich toll. Oder ihr könnt auch 2-3 Eiswürfel zusätzlich noch reinschmeißen und die noch mitmixen. Das ist auch ganz super. Guck mal, hier ist schon meine Sahne verschwunden. Ich rette nochmal die Kinderschokolade hier. Ja. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich habe so Spaß an den Gläsern. Ich finde das so toll. Ich habe jetzt 5 Stück zu Hause für jeden einen. Damit auch jeder dann so ein schönes Glas hat, zusammen mit dem Milchshake. Bedanke mich bei euch, dass ihr zugeguckt habt. Wünsche euch gutes Gelingen und guten Hunger und guten Schluck oder wie auch immer man dazu sagt. Und sag bis bald und freue mich auf ein nächstes Video. Ciao.